Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem Begriff der Momente. Wir hatten in den letzten Videos ja schon zwei wichtige Kenngrößen definiert und kennengelernt, nämlich den Erwartungswert und die Varianz. Der Erwartungswert gab so ein bisschen an, wo sich die Zufallsvariable im Mittel aufhält, beziehungsweise welches Ergebnis ich im Mittel erwarten kann, wenn ich das Zufallsexperiment sehr häufig wiederhole. Und die Varianz sagt uns etwas darüber aus, wie stark die einzelnen Ausprägungen um diesen Mittelwert herum streuen. Und dieses Konzept der Kenngrößen möchte ich jetzt heute in diesem Video verallgemeinern und mal über den sogenannten Begriff der Momente reden und bei der Gelegenheit dann auch zwei weitere Kenngrößen einführen, die man eben halt auch benutzen kann, um Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu beschreiben, zu charakterisieren und eben halt auch miteinander zu vergleichen. Und dazu würde ich ganz allgemein erstmal definieren wollen, dass ich hier den Erwartungswert von x hoch k, den bezeichne ich einfach als das kte Moment der Zufallsvariable. Und wenn ich das Ganze hier für diese Differenz zum Erwartungswert mache, und da auch wieder hoch k das Ganze rechne, dann bezeichne ich das mit μ k und nenne das das kte zentrale Moment der Zufallsvariable. Also so sind die Begriffe erstmal definiert. Und jetzt ist es natürlich so, dass das erste Moment der Zufallsvariable, also e von x hoch 1, ist natürlich einfach der Erwartungswert. Und das zweite zentrale Moment der Zufallsvariable, also wenn hier oben eine 2 steht, ist natürlich genau die Varianz. Die kennen wir im Grunde schon. Das heißt, Erwartungswert und Varianz sind eigentlich Spezialfälle dieser beiden Definitionen hier. Und es ist natürlich auch immer so, dass wenn ich mir das nullte Moment der Zufallsvariable anschaue, dann steht ja hier der Erwartungswert von x hoch 0. Und x hoch 0 ist natürlich immer 1, egal was ich für ein x halt habe, sodass der Erwartungswert von 1 natürlich dann auch immer 1 ist. Also das nullte Moment macht insofern halt keinen Sinn, beziehungsweise trägt keinerlei Information, weil es halt immer 1 ist, egal was das für eine Zufallsvariable ist. Und genauso ist es eben so, dass wenn ich das erste zentrale Moment mir anschaue, also diesen Term hier mit hier oben eine 1, dann steht hier also der Erwartungswert von x minus Erwartungswert von x. Das Ganze kann ich wegen der Linearität des Erwartungswertes auftrennen. Und dann habe ich hier wieder rechts den Erwartungswert des Erwartungswertes. Der ist eine Konstante, also steht hier e von x minus e von x und das gibt immer 0. Also auch das erste zentrale Moment trägt keinerlei Information, auch das ist immer 0. Das ist aber anders für die sogenannten höheren Momente. Und insbesondere interessant sind da die höheren Momente, die höheren zentralen Momente der Ordnung 3 und 4. Wobei man die dann eben halt oft noch mit der Standardabweichung normalisiert, einfach um die Abhängigkeit von diesen Schwankungen da ein bisschen rauszuholen, damit man die Werte besser miteinander vergleichen kann, wenn ich über verschiedene Zufallsvariablen rede. Und zwar ist es eben so, dass ich die Schiefe einer Verteilung definiere als das dritte zentrale Moment geteilt durch die dritte Potenz der Standardabweichung. Also das wäre dann streng nach Definition erstmal hier der Erwartungswert von x minus Erwartungswert hoch 3. Und das Ganze eben halt geteilt durch die dritte Potenz der Wurzel aus der Varianz, weil das ist ja gerade die Standardabweichung. Und die Kurtosis, oder auch manchmal Wölbung genannt, ist sozusagen das vierte zentrale Moment normiert auf die vierte Potenz der Standardabweichung. Also auch da folgt direkt nach der Definition, dass ich eben halt x minus Erwartungswert hoch 4 habe und dann eben halt in dem Fall vereinfacht dargestellt durch das Quadrat der Varianz teilen kann. Das sind nochmal zwei weitere Kenngrößen, die sich hier aus diesen Momenten so ergeben lassen oder die sich halt auch über diese Momente darstellen lassen, die man eben auch heranziehen kann, um Zufallsvariablen miteinander zu vergleichen, beziehungsweise etwas über die Verteilung dieser Zufallsvariablen auszusagen. Es ist nämlich so, dass ich eine Verteilung links schief nenne, wenn die Schiefe negativ ist, und sie heißt rechts schief, wenn die Schiefe positiv ist. Also das ist so ein Beispiel für so eine linksschiefe Verteilung. Da kann man sich jetzt allein schon anhand dieser Kurve hier überlegen, dass der Erwartungswert hier irgendwo hier so liegen wird. Das heißt, es gibt relativ wenig Ausprägungen, die auf der Rech die rechts vom Erwartungswert liegen. Und es gibt relativ viele Ausprägungen, die auf der linken Seite des Erwartungswertes liegen.
Wenn ich mir jetzt also diese Differenz zwischen x und dem Erwartungswert anschaue, dann kommen diese negativen Terme hier, kommen halt häufiger vor als die rechten Terme. Und da die dann noch zur dritten Potenz gehoben werden, wo die halt ihr Vorzeichen behalten, aber eben halt ihre Größe deutlich verstärken, spielen diese negativen Terme hier eine deutlich größere Rolle in dieser gewichteten Summe als die rechten Terme. Und dementsprechend wird die Schiefe ein kleiner Null sein. Ein gleiches Argument kann ich für diesen Fall machen, für diese sogenannten rechtsschiefen Verteilungen. Also hier wird der Erwartungswert so ungefähr hier liegen. Das heißt, ich habe mehr Werte, die größer sind als der Erwartungswert, als ich Werte habe, die kleiner sind als der Erwartungswert. Diese Differenz zwischen x minus Erwartungswert wird also häufiger positiv sein, als sie negativ sein wird. Und in der dritten Potenz behalten die ja, wie gesagt, ihr Vorzeichen, sodass ich also hier mit einem positiven Wert rechnen kann, wenn ich das Ganze mit den Wahrscheinlichkeiten gewichte. Also schiefe negativ heißt links schief und schiefe positiv heißt rechts schief. Jetzt kann ich mir das Ganze noch für die Kurtosis angucken, für die Wölbung einer Verteilung. Und da nenne ich eine Verteilung steilgipflig, wenn ihre Kurtosis größer ist als 3. Und ich nenne sie flachgipflig, wenn ihre Kurtosis kleiner ist als 3. Also hier habe ich so ein Beispiel für so eine steilgipflige Verteilung. Da ist die Kurtosis größer 3. Und hier habe ich so ein Beispiel für eine flachgipflige Verteilung. Da ist die Kurtosis kleiner 3. Auch hier kann man sich überlegen, der Erwartungswert wird etwa hier sein und ich hab bei dieser Verteilung habe ich relativ viele Ausprägungen, die weit weg liegen vom Erwartungswert. Also diese Differenz zwischen x und Erwartungswert wird tendenziell häufiger etwas groß sein, sodass die vierte Potenz davon halt sehr groß sein wird. Und wenn ich das dann mit den Wahrscheinlichkeiten gewichte und aufsummiere, bekomme ich halt tendenziell einen etwas größeren Wert raus. Und wenn ich mir das Ganze für diese Verteilung überlege, dann wird der Erwartungswert hier liegen und die meisten Ausprägungen liegen halt auch in der Nähe des Erwartungswertes. Also diese Differenz zwischen Ausprägung und Erwartungswert wird tendenziell eher klein sein und in der vierten Potenz dann eben nicht ganz so groß werden, beziehungsweise wenn diese Differenz sogar kleiner 1 ist, sogar noch kleiner werden, sodass ich also tendenziell hier eher einen kleinen Wert für die Kurtosis erwarten würde. Und diese 3, die ist jetzt nicht vollkommen willkürlich als Schwellwert gewählt, sondern diese 3 ergibt sich eben halt bei einer ganz bestimmten Verteilung, die kennen wir noch nicht, aber die werden wir noch kennenlernen. Das ist die sogenannte Normalverteilung. Und bei der ergibt sich eben halt genau 3 für die Kurtosis. Und deswegen zieht man eben hier die 3 als Referenz an, weil man in gewisser Weise eben halt etwas darüber aussagen möchte, ob die Verteilung steilgipfliger oder flachgipfliger als die Normalverteilung ist. Ich wollte hier auch noch ein Beispiel machen. Wir betrachten nochmal die kleinere der beiden Augenzahlen bei zwei fairen Würfeln. Und das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Also wir wissen, dass sich die Massenfunktion hier so ergibt, dass die 1 also zum Beispiel mit Wahrscheinlichkeit 11/36 auftaucht und die 6 nur mit der Wahrscheinlichkeit 1/36. Und wir haben auch schon hergeleitet, dass der Erwartungswert hier von 2,53 und die Varianz 1,97 ist. Wenn ich aus der Varianz jetzt noch die Wurzel ziehe, dann habe ich eben die Standardabweichung von 1,404 für diese Zufallsvariable. Und jetzt kann ich eben nach Definition die Schiefe ausrechnen. Dazu muss ich die einzelnen Ausprägungen halt, davon muss ich dann den Erwartungswert abziehen. Also habe ich hier diese 1 minus 2,53. Das Ganze geht in die dritte Potenz und wird mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert, diese Ausprägung überhaupt zu beobachten. Und das nächste wäre dann zum Beispiel diese 2 minus 2,53 in die dritte Potenz mal 9/36 und so weiter und so fort, bis ich am Ende eben 6 minus 2,53 in die dritte Potenz mal 1/36 habe. Und das Ganze muss ich dann noch mit der dritten Potenz der Standardabweichung normieren, also noch durch 1,404 hoch 3 teilen und dann bekomme ich 0,63 raus, was eben größer 0 ist und dementsprechend handelt es sich hierbei um eine rechtsschiefe Verteilung. Das hatten wir hier schon gesagt. Die Kurtosis
Oder die Wölbung können wir ganz analog berechnen. Also da habe ich, müsste ich jetzt wieder rechnen, hier jede einzelne Ausprägung, in dem Fall jetzt 1 minus 2,53, also den Erwartungswert, aber eben in die vierte Potenz gehoben und gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit. Und das Ganze geht eben so durch bis zur 6 minus 2,53 hoch 4 mal 1/36 für die Wahrscheinlichkeit, die 6 zu beobachten. Und das Ganze wird dann auch normiert mit der vierten Potenz der Standardabweichung. Das wäre 2,44. Das ist kleiner 3. Und dementsprechend haben wir hier eine sogenannte flachgipfelige Verteilung vorliegen. Gut, das war's auch schon. Wir haben den Begriff der Momente kennengelernt, als so eine Art Verallgemeinerung dessen, was Erwartungswert und Varianz ist, und haben dann daraus zwei weitere Kenngrößen, die Schiefe und die Kurtosis, uns überlegt und halt auch ganz kurz überlegt, wie man die interpretieren kann. Über Fragen, Kommentare oder Anregungen würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ansonsten erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.